Dann wünsche ich euch erstmal einen schönen guten Morgen. Ich freue mich irgendwie, dass ihr zahlreich irgendwie zu einem sehr interessanten Thema hier erschienen seid, das euch dazu verführt, irgendwie ein wenig rumzuexperimentieren und hoffentlich euch hilft, Programmierung auf einer ganz anderen Ebene zu erreichen. Mit Vertex irgendwie eine skalierbare Serveranwendung zu schreiben, die halt kooperativ irgendwie sind, sehr leichtgewichtig daherkommen. Da hoffen wir euch heute in dem Vortrag irgendwie einiges zu berichten, irgendwie, was unsere Erfahrungen so sind mit dieser neuen Technologie. Mein Name ist Peter Rosbach, ich bin Geschäftsführer irgendwie in einer kleinen Firma, die B42 Solutions irgendwie heißt und sich darum kümmert, Monitoring-Lösungen irgendwie für Server zu bauen. Und wir machen im Prinzip sehr viel irgendwie Tooling irgendwie mit Hilfe von JavaScript. Bin freiberuflicher Berater, mache ziemlich viel im Beratungsumfeld von Webarchitekturen. Bin Entwickler irgendwie vom Tomcat, das heißt so ziemlich IO-affin. Deshalb auch dieser Vortrag, um euch sozusagen mal eine andere Alternative vorzustellen zu klassischen J2E-Lösungen. Habe ziemlich viel schon geschrieben. Ja. So, mein Mikrofon ist jetzt auch an. Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Philipp Tarasewicz. Ich bin Web Technology Consultant, das heißt, ich arbeite hauptsächlich, wie man an dem Namen erkennen kann, im Webbereich. Das bereits schon seit circa 13 Jahren. Ja, ich würde mich selber als so einen Full-Stack-Menschen bezeichnen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber ja, ich beschäftige mich halt nicht nur gerne mit Backend-Lösungen, wie halt zum Beispiel Vertex, sondern ich mache auch ganz gerne Frontend-Geschichten, vor allem zum Beispiel Architekturen im clientseitigen JavaScript-Bereich. Ja, ich bin Freelancer. Außerdem versuche ich halt meine Erfahrungen als Coach weiterzugeben. Und ja, außerdem schreibe ich auch ein Buch über AngularJS. Kennt jemand zufällig AngularJS? Genau. Ja. Darüber schreibe ich gerade ein deutsches Buch zusammen mit dem Robin Böhm, der jetzt leider heute nicht hier sein kann. Ja, zwischendurch mal twitter ich auch über diesen Kram unter Just Film Music. Und meine Open-Source-Geschichten, die ich halt frei online stelle, findet man unter GitHub, unter JustFill, falls das jemand interessiert. Genau. Ja, wir erzählen heute ein bisschen was über Vertex, unsere Erfahrungen dann damit, die wir in den letzten Wochen, Monaten gemacht haben. Also ich persönlich arbeite schon ziemlich lange mit Vertex, seitdem im Prinzip der Tim Fox, der Teamlead von Vertex, die erste Version released hat im Jahre 2011, habe ich eigentlich einige Tage später das Projekt mal geforkt und direkt mal damit rumgespielt und geschaut, was man damit so anstellen kann. Ja, ich hoffe, der Vortrag wird euch auf ein paar neue Gedanken bringen, vor allem die Leute, die klassische Java-Entwicklung machen mit Application-Servern und so weiter. Genau. Ja, was erzählen wir denn heute so? Wir gehen im Prinzip auf die Kernkonzepte und die Features von Vertex ein. Ja, besprechen das Concurrency-Modell, dann das I/O-Modell im Endeffekt. Wir verlieren ein Wort darüber, was Event-Loops sind und was Verticals sind. Ja, wir stellen den Event-Bus vor. Das ist eine Komponente in Vertex, die sehr ausschlaggebend ist für die komplette Funktionalität, die Vertex bereitstellt. Und wir sprechen über das Worker-Konzept. Außerdem werden wir so ein bisschen was über Vertex 2.0 erzählen. Seit ungefähr 2-3 Monaten ist die 2.0er-Version von Vertex raus. Die hat ein paar ganz coole Erneuerungen und ganz coole neue Features, ja, die das Projekt eigentlich noch spannender machen. Ja, und am Ende stellen wir, wenn wir noch Zeit haben, Code Collab vor. Das ist eine kleine Applikation, die wir mit Hilfe von Vertex geschrieben haben, wo wir Vertex im Backend einsetzen. Eine kleine Warnung an alle: Dieser Talk enthält relativ viele Codebeispiele. So jeder, der keinen Code mag, ja, der soll hinterher nicht sagen, wir hätten ihn nicht gewarnt. Hier sieht man auch direkt so einen kleinen Ausschnitt im Prinzip der Eventbus-API von Vertex. Also man kann relativ einfach mit so einem Publish an alle deployten Ausführungseinheiten so eine Nachricht verschicken. Genau. Ja, hier nochmal der Überblick. Also wer hat es verbrochen? Im Endeffekt, der Teamlead ist
Tim Fox, habe ich ja schon bereits gesagt. Außerdem arbeiten noch ein paar weitere Leute an Vertex, unter anderem der junge Herr hier vorne mit dem Namen Norman Maurer, der auch der Core-Committer von Netty ist. Netty ist eine wesentliche Komponente in dem ganzen Dunstkreis von Vertex, die halt das I.O. bereitstellt. Ja, das Ganze ist Open Source unter Apache 2.0 License und also der Tim Fox hat es im Prinzip entwickelt, als er noch bei VMware gearbeitet hat. Zwischendurch hat er den Arbeitgeber gewechselt, ist es bei Red Hat. Da gab es ein paar politische Machtkämpfe, sage ich mal, die im Prinzip Vertex in eine Situation gebracht haben, wo man fast vermutet hätte, dass das Projekt nicht mehr weiterentwickelt wird. Aber glücklicherweise ist es halt unter die Eclipse Foundation gewandert und ja, ist jetzt ein ganz normales Open-Source-Projekt und wir müssen uns keine Sorgen machen um Vertex. Genau. Wie viele Java-Entwickler haben wir hier? Wahrscheinlich fast alle. Genau, an die Java-Entwickler. Wer erinnert sich noch an die tollen Keywords? Volatile, Synchronized, Notify, Notify All und so weiter. Ja, man macht... Wer liebt diese Keywords? Okay, so ähnlich geht es mir nämlich auch. Also immer wenn ich im Prinzip Quellcode lese, der diese Keywords enthält, dann fange ich direkt an, so schalte ich im Prinzip in die höhere Warnstufe vom Kopf her und denke mir so, okay, jetzt muss ich halt eine höhere Aufmerksamkeit aufweisen. Ja, dann nochmal ein kleines Beispiel. Was meint ihr, wie lange läuft dieses Programm? Also es ist ein Java-Programm, ist jetzt kein Vertex, es ist ein normales Java-Programm. Schwer zu sagen, genau. Genau, es ist, richtig. Ist eine Frage irgendwie, wie die Memory-Sichtbarkeit so gerade so kommt. Ne? Kann sein, das hat funktioniert, muss aber nicht. Genau, in 99% aller Fälle wird das Programm vermutlich so terminieren, wie man es sich wünschen würde. Das heißt, es läuft ein bisschen länger als eine Sekunde und terminiert dann, weil die Main-Methode im Prinzip durchläuft. Aber dadurch, dass halt der Switch Stop Requested nicht volatile ist, ist halt nicht gewährleistet, dass die Sichtbarkeit im Prinzip vorhanden ist. Das heißt, wenn der Main-Thread das Ganze auf True setzt, heißt das noch lange nicht, dass der Background-Thread im Prinzip diese Information lesen kann. Dann noch eine zweite Geschichte, auch wieder Multithreading-Beispiel. Ist das Thread-Safe? Du darfst nicht, du cheatest, du bist zu gut. Okay, warum nicht? Genau, so, also die zweite Geschichte ist natürlich Atomarität. Wenn halt mehrere Threads auf diese Funktion oder Methode zugreifen, ist halt nicht sichergestellt, dass das Ganze atomar abläuft. Das heißt, man müsste eigentlich den Zugriff auf Generate-ID müsste man synchronisieren, damit das halt thread-safe wird. Oder man müsste mit Atomic Integer arbeiten oder wie auch immer. Naja, wir sind ja nicht hier, um Multithreading zu machen. Was ich damit im Prinzip nur sagen möchte, ist, Multithreading in Java ist kompliziert. Und vor allem ist es schwer testbar. Also es ist wirklich schwer, einen vernünftigen Test zu schreiben, der halt belegt, dass bestimmter Programmquellcode bezüglich Multithreading-Seiteneffekt frei ist und halt so performt, wie man sich das vorstellt. Es gibt Java Util Concurrent, da sind ein paar ganz nette Hilfskonstrukte, die halt die Arbeit mit Multithreading etwas vereinfachen und ein bisschen angenehmer gestalten. Die Frage ist, können wir nicht skalierbare Server ohne Multithreading schreiben? Irgendwie. Können wir nicht einfach so schreiben, als so programmieren, als würde es halt in einem Thread laufen und trotzdem irgendwie skalieren, weil meistens skaliert man ja mithilfe von mehreren Threads. So, und die Antwort ist, es geht. Also Vertex hat im Prinzip ein relativ einfaches Concurrency-Modell. Man kann halt so programmieren, als würde es in einem Thread laufen, denn es läuft tatsächlich nur in einem Thread. Und zwar immer in demselben Thread. Das heißt, das ist halt eine wichtige Geschichte. Ja, dann mache ich mal weiter mit synchronem bzw. asynchronem I.O. Also viele Leute, seitdem es Node.js im Prinzip gibt, Node.js, wer kennt Node.js nicht? Okay, Node.js ist eine relativ neue
Plattform, mit der man mithilfe von JavaScript Backend-Applikationen schreiben kann. Und das Revolutionäre, sagt man, an Vertex ist, dass es ein asynchrones I/O-Modell hat. Wobei es ist eigentlich gar nicht so revolutionär, weil die Tatsache, dass es halt asynchrones I/O gibt, steht halt schon länger. Es hat sich halt nur noch nie jemand drum geschert. Und ja, seitdem es halt Node.js gibt, ist das Ganze so ein bisschen Mainstream geworden. Ja, und auch Vertex verfolgt halt den Gedanken, dass es halt asynchrones I/O bereitstellt. Ja, die Frage ist, was ist halt der Unterschied zwischen synchronem und asynchronem I/O? Ja, am besten kann man das veranschaulichen, indem man sich halt so ein Szenario vorstellt. Man hat halt einen Server. Auf den Server greifen halt eine bestimmte Anzahl an Clients zu. Ja, und dann ist halt die Frage, wie werden halt diese Requests, wie werden die halt verarbeitet? So, und ja, klassisch, also synchrones I/O, ist halt so, dass ich, also eine Möglichkeit ist, ich habe einen Threadpool, da ist eine gewisse Anzahl an Threads geforkt. Ja, und jeder im Prinzip, jeder Client, der reinkommt mit einem Request, der schnappt sich halt einen so einen Thread aus dem Threadpool. Ja, und alles, was halt gemacht werden muss, um diesen Request zu befriedigen, passiert halt in diesem einen Thread. Das heißt, als erstes mache ich halt irgendwie einen DB-Zugriff. Das dauert halt eine gewisse Zeit. Das heißt, in dieser Zeit muss der Thread halt warten, weil er halt die Kontrolle an den Datenbanktreiber abgegeben hat. Dann mache ich vielleicht noch einen HTTP-Call an einen anderen Webservice. Auch da, während halt dieser HTTP-Call läuft, muss ich halt irgendwie darauf warten, also in diesem Thread. Ja, vielleicht muss ich am Ende noch einen PDF-Report generieren, also ein relativ gängiges Szenario, das man halt so hat. Das dauert natürlich auch wieder Zeit, wenn ich halt an die Report-Engine halt die Kontrolle übergebe, muss ich halt warten in diesem Thread. Das heißt, ich verschwende eigentlich relativ viele Ressourcen, weil ich eigentlich die Zeit, in der ich halt warte, könnte ich ja auch anders nutzen. Sagen wir nochmal ganz kurz zu einer anderen. Ach ja, genau. Letztens habe ich Discovery Channel geguckt. Ich gucke das ganz gerne. Und da hat im Prinzip der Sprecher die Aussage getroffen, ein 50-Jähriger hat in seinem Leben durchschnittlich 5 Jahre in Warteschlangen gewartet. Habe ich mich gefragt, ob die Queues unserer Server im Endeffekt damit eingerechnet wurden. Ich vermute eher nicht, weil wenn man halt die noch mit reinnimmt in die Rechnung, dann sind das sicherlich keine 5 Jahre, sondern, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre, vielleicht die Hälfte. Je nachdem, wie viel man halt im Internet surft. genau, ja, was ist das Problem von diesem synchronen I/O mit Threadpool? Also ich gehe halt ineffizient mit meinen Ressourcen um, dadurch, dass ich halt relativ lange Wartenzeiten habe, wo ich halt im Endeffekt die CPU im Prinzip verschwende. Ja, ich habe halt diese Queue, die Queue kann halt überlaufen, sollte sie in einer guten Implementierung halt nicht tun. So, wenn sie allerdings mies implementiert ist, dann gibt es halt out of memory. Wenn sie gut implementiert ist, so, dann kann sie halt darauf reagieren, indem sie halt schon frühzeitig halt ein Limit setzt und ja, dann kommt halt Services temporarily not available von dem Webserver. Ein zweites synchrones I/O-Modell gibt es heutzutage, glaube ich, nicht mehr so oft, aber gab es mal eine Zeit lang, ist halt die Geschichte mit der Thread Factory. Das heißt, für jeden Client, der reinkommt, wird halt ein neuer Thread geforkt on the fly. Das heißt, die können halt sofort alle bedient werden. Also, die Verarbeitung ist eigentlich genauso. Das heißt, auch da läuft alles synchron ab. Ich habe halt die Wartezeiten in jedem Thread. Ich habe hier den Vorteil, dass ich jeden Client sofort bedienen kann, dadurch, dass ich halt für jeden Client einen Thread spawne. Ja, das Problem ist halt hier, in einer Hochlastsituation kann es halt passieren oder wird es halt passieren, dass ich sehr viele Threads halt forken muss. Viel mehr Threads, als ich CPUs oder CPU-Cores habe. Das heißt, ich habe relativ viele Context-Switches, was nicht sehr performant ist, also ist nicht gut für einen Server. Ja, außerdem ist das Ganze halt hauptspeicherintensiv und ja, gewisse Antwortzeiten sind aber einer bestimmten Anzahl an Threads nicht mehr garantiert. Auch hier gehe ich ineffizient mit meinen Hardware-Ressourcen um, weil ich halt wieder die Wartezeit nicht nutze, sondern im Endeffekt verschwende. Genau. Anders ist das ein bisschen bei dem asynchronen I/O. Das ist nämlich so, dass wenn im Prinzip so eine Anfrage reinkommt und es gibt halt eigentlich nur ein Thread erstmal, warum das hier im Prinzip so eingezeichnet ist, werde ich gleich nochmal erklären. Aber es gibt im Endeffekt nur ein Thread. Und der schnappt sich im Prinzip die Anfrage, die reinkommt, und die ganzen I/O-Operationen, alle Operationen, die halt länger dauern, die werden halt nicht in diesem einen Thread ausgeführt, sondern der Thread geht halt hin und übergibt im Prinzip an das I/O-System
einen Job und sagt, ja, mach bitte diese DB-Anfrage für mich. Und außerdem hast du halt hier einen Händler. Und wenn du fertig bist und wenn du das Result-Set für mich halt bereitgestellt hast, dann möchte ich, dass du diesen Händler aufrufst. Das heißt, in der Zwischenzeit, wo im Prinzip das I/O-System für mich dafür sorgt, dass irgendwie diese DB-Anfrage dispatched wird, ist dieser Thread, die blaue 1 hier, frei und kann im Prinzip anfangen und die weiteren Clients bedienen. Das heißt, die Wartezeit, die wir vorher hatten bei dem Synchronmodell, die kann man halt hier ausnutzen, indem man halt hingeht und weitere Clients bedient. Warum habe ich im Prinzip hier nochmal die Geschichte mit dem Worker Pool aufgezeichnet? Oftmals ist es so, dass viele Implementierungen, zum Beispiel, ich weiß es vom Tomcat, weil der Peter halt Core-Committer beim Tomcat ist, da ist es so, dass es kein echtes asynchrones I/O gibt, sondern da wird im Prinzip diese Funktionsweise von dem asynchronen I/O wird halt gefaked durch so einen Worker-Pool, dadurch, dass ich halt hingehe und diese ganzen schwergewichtigen I/O-Operationen, die mache ich halt nicht in dem blauen Thread, also in der 1, sondern ich lagere die halt aus an Threads, die halt im Hintergrund laufen, also die halt in so einem Pool sind. So, hier auch nochmal gezeigt, also im Endeffekt, der eine Thread, der veranlasst im Prinzip so einen DB-Request und kann halt in der Zwischenzeit, während dieser DB-Request halt läuft vom I/O-System, kann er halt weitere Clients bedienen und irgendwann, wenn im Prinzip der Händler aufgerufen wird, den im Prinzip der Thread dem I/O-System mitgegeben hat, in diesem Fall könnte das zum Beispiel Vertex sein, dann macht er halt erst weiter und geht halt hinüber zu der nächsten Operation. Aber grundsätzlich wird halt versucht, alles mit so Händlern halt zu regeln. Also bei dem Servlet API ist es halt so, dass nicht mehr garantiert ist, dass es im selben Thread ist, obwohl es faktisch natürlich ziemlich häufig derselbe Thread ist, also weil das asynchrone I/O, was wir halt bedienen, an der Stelle so schnell ist oder so etwas, dass man halt den Pool nicht braucht, aber es gibt keine Garantie. Genau. Deswegen ist das asynchrone Modell für Server eigentlich ein bisschen günstiger, weil man halt die Wartezeiten nutzen kann und somit halt effizienter mit den Ressourcen umgehen kann. Und das Gute ist, man kann halt mit wenigen Threads eine ganze Reihe an Clients bedienen. Optimalerweise ist es halt so, dadurch, dass man halt dieses Concurrency-Modell hat, dass man halt nur in einem Thread programmiert. Da fragt man sich halt, okay, wie soll ich denn skalieren, wenn ich jetzt mehrere CPU-Cores habe? Ja, und grundsätzlich ist es halt so, dass man halt hingeht und das, was man zum Beispiel jetzt im Vertex Vertical nennt, also diese eine Ausführungseinheit, die halt in einem Thread läuft, dass man die halt mehrfach im Endeffekt deployt, damit halt jeder Core oder beziehungsweise jede CPU auf meinem Server ordentlich ausgenutzt werden kann. Genau. Dein Part? Dann mein Part. Auch dein Part, aber ich mache das jetzt einfach mal. Ja, was ist sozusagen irgendwie das Besondere an Vertex jetzt, sozusagen die Situation einzugreifen und sozusagen genau diese Situation nutzbar zu machen? Also man will natürlich jetzt nicht, wer kennt das NIO-API von Java? Ja, ich auch irgendwie. Wer findet das total übersichtlich? Ja, so ähnlich wie das synchrone API, das ist ein bisschen fies. Ne? Das heißt, man muss das eigentlich ein bisschen vereinfachen, damit man das irgendwie nutzbar in seinem Programm machen. Und genau das ist sozusagen eine Core-Idee von Vertex, sozusagen irgendwie diese Bloody Parts, irgendwie, die das I/O-System halt hat, sozusagen vor uns zu schützen und uns sozusagen ein besseres API zu geben. Und genau das möchte ich halt machen. Und die Änderung sozusagen, die ich halt für zentral halte, ist halt, dass man dadurch so einen eventgetriebenen Algorithmus auch baut. Das heißt, man zerlegt seinen Algorithmus auch deutlicher in die Phasen, irgendwie meinetwegen den Request irgendwie vorzubereiten, den Request zu stellen, den Response im Prinzip zu bekommen und den Response zu bearbeiten. Das heißt, es ist halt tatsächlich sozusagen so eine Call-Händler, die halt verschiedenen Events zugestellt werden. Und man muss sein Programm von der Architektur auch eben anders schneiden. Wenn man jetzt beispielsweise hier sagt, okay, wie kann ich denn jetzt eigentlich einen File auslesen, dann funktioniert es halt so, dass man dem File-System im Prinzip einen Read-Call gibt und halt erwartet, wenn dieses Ausgeben von dem File
zu Ende, also das Einlesen von dem Fall zu Ende ist, dass man dann im Prinzip davon mit einer Methode erfährt. Und an der Stelle wird da sozusagen nicht mehr sozusagen ein Block gelesen, sozusagen. Also man macht keinen Buffering mehr oder so etwas darüber, sondern man gibt einfach dem I/O-System irgendwie den Auftrag, diese Datei komplett irgendwie zu lesen und bekommt halt einen Callback-Händler und kann dann sozusagen auf die Bytes im Prinzip zugreifen. Und währenddessen diese Funktion im Prinzip läuft im Hintergrund, kann man halt weitere Events bearbeiten und weitere Programmschritte machen. Man blockiert halt einfach nicht den Ablauf. Und das ist halt sozusagen das wesentliche Konzept, das sozusagen dahinter steckt, dass man sozusagen seine Algorithmen zerlegt. Und dies ist tatsächlich ein unglaublich altes EDV-Prinzip und kein neues. Weil Großrechner haben das, Mainframes, vor 60 Jahren genau so gemacht, weil sie mit limitierten Ressourcen umgehen mussten. Und das war hocheffizient. Daran hat sich nichts geändert. Ne? Ja, was machen wir? Was ist das Vertex-Modell sozusagen? Wie kann man sich so einen Prozess vorstellen? Es gibt halt die sogenannte Vertex-Instanz, das ist der Prozess. Das ist die Ausführungsumgebung, die auf einer Java-virtuellen Maschine beruht. Das heißt, im Gegensatz zu Node basiert irgendwie Vertex komplett auf der Virtual Machine. Man kann sich halt alle Optimierungseigenschaften, die wir in den letzten 20 Jahren erfunden haben, irgendwie zunutze machen. Die Event Loop, die dahinter steckt, die halt sozusagen jede einzelne Programmelement, das wir Vertical nennen, ausführt, ist halt sozusagen ein Event Loop und die ist in der Regel so groß, irgendwie wie halt gerade Prozessor Cores dort drin sind. Das heißt, es wird halt sozusagen nicht ein riesiger Pool gestartet von 200 Threads oder 1000, sondern es wird einer gestartet, der genau die Anzahl der Prozessoren umfasst. Nun, das kann man zwar auch ändern, wenn man halt mag, aber in der Regel irgendwie sollte man da genau nicht dran rumfümmeln, weil das führt halt dazu, dass die CPU sogenannte Kontextwechsel produziert und jedes Mal, wenn ein Kontextwechsel passiert, geht der Cache verloren und solche Sachen. Das heißt, was Vertex sich zunutze macht, ist halt näher im Prinzip an die Maschinen wieder zu rücken, an das Ablaufmodell und den Optimierungseigenschaften, die die Hardware eigentlich bietet. Ne? Also weil eine heutige CPU greift halt nicht irgendwie wie verrückt auf ein Memory zu, aufs Main Memory, das ist viel zu langsam, sondern hat ein mehrfach gecachedes System und möchte eigentlich die Daten und Algorithmen, die halt ablaufen, möglichst weit irgendwie nah an die CPU bringen, ne, ohne auf das Main Memory zurückzugreifen, weil das halt vergleichsweise langsam ist. Ne, das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Algorithmen möglichst gut in die CPU passen. Dass da möglichst wenige Dinge im Prinzip rein und rausgelagert haben, weil das ist halt effizient. Ein Programmbaustein, den sozusagen man dann da draufsetzt, ist ein sogenanntes Vertical. Das ist halt sozusagen ein ausführbares Modul, das halt solche Events im Prinzip auslöst, irgendwie ein Programm im Prinzip auslöst und halt sozusagen einer Event Loop zugeordnet ist. Ja, das heißt, jedes Mal, wenn halt so ein Vertical gestartet wird, wird in einen Event Loop zugeordnet, der dann sozusagen die jeweiligen Programmschritte im Prinzip durchführt. So sieht das sozusagen, so pseudomäßig kann man sich das vorstellen. Da läuft einfach eine relativ einfache Schleife, die halt sagt, okay, habe ich ein Event? Wenn ich ein Event habe, dann gib mir den mal irgendwie und führe dann den entsprechenden Händler irgendwie dieses Events eigentlich aus. Ne? Und der Programmcode sorgt halt dafür, dass halt neue Events entstehen, irgendwie, die halt in dieser Queue abgearbeitet werden, wenn halt dieser Händler im Prinzip zu Ende gelaufen ist. So mal ganz abstrakt gesehen. Das ist sozusagen die Ausführungsmaschine, die da sozusagen hintersteht. Die goldene Regel an der Stelle ist, don't block the event loop. Weil das ist natürlich der Killer. Und zwar nicht nur der Killer für mein Vertical, sondern für alle Verticals, die halt diesem Event Loop zugeordnet sind. Das heißt, so ein Thread Sleep oder so etwas ist jetzt nicht mehr so richtig cool. Zugreifen auf Blocking I.O. Fiese Nummer. Damit reißt man seine Performance sofort in den Keller. Es geht halt wirklich darum, Code zu schreiben, der sozusagen zur Ausführung auf der CPU kommt und sämtliche im Prinzip Einheiten, die in irgendeiner Weise warten können, Wartezeiten entsprochen ist, in irgendeiner Art irgendwie von Non-Blocking zu überführen. Das Nervensystem irgendwie, das dann sozusagen da noch mit eingebaut ist und das ist sozusagen ein zentrales weiteres Konzept neben dem Blocking-IO und dem Event Loop ist halt der Event Bus. Das heißt, man kann sozusagen zwischen den einzelnen ausführbaren Einheiten, die existieren, halt Nachrichten austauschen. Und zwar sowohl im Pub-Sub-Modus, also sozusagen irgendwie M2M, als auch sozusagen Point-to-Point. Und man kann halt sowohl irgendwie Fire und Forget machen, also eine Nachricht absetzen und keinen Reply bekommen, als auch Request und Response.
sozusagen, dass man halt von seinem Partner auf die Nachricht, die man verschickt hat, sozusagen explizit eine Antwort bekommt. Das heißt, man kann an mehrere eine Nachricht verschicken oder gezielt an einen und dann gezielt an einen oder sowas und halt einen Reply irgendwie bekommen. Und so kann man sozusagen in seinen Programmbausteinen miteinander kooperieren. Das heißt also sozusagen, ich kann halt von dem einen Vertical zu dem anderen im Prinzip eine Nachricht schicken. Irgendwie, der macht für mich irgendeinen Job. Sprich, ich nehme halt beispielsweise eine I/O-Verbindung an, möchte das Ergebnis in der Datenbank speichern, dann schicke ich halt, baue ich halt nicht direkt die Datenbank ein, sondern schicke halt ein Event an einen Vertical im Prinzip, der sich darum kümmert, dass Messages im Prinzip persistiert werden oder Fragen im Prinzip beantwortet werden. Und wenn halt die Antwort kommt oder so etwas, dann schickt im Prinzip irgendwie dieses Message-System im Prinzip die Antwort irgendwie zu demjenigen, der das Ding beauftragt hat, und der schickt das halt in seinen I/O-Kanal im Prinzip raus. So funktioniert das halt. Und der Trick, es ist ein Distributed Event System. Das heißt, ich bin nicht mehr gezwungen, dass mein ganzes Programm innerhalb einer Vertical Instanz läuft. Ich kann das sozusagen irgendwie auf beliebig viele Prozesse und Rechner im Prinzip verteilen und diese Verticals dadurch erreichen. Das heißt, also zur Laufzeit kann ich im Prinzip beliebig skalieren. Ich kann halt ruckzuck im Prinzip irgendwie neue Instanzen aufziehen, die halt sozusagen einen Vertical eines bestimmten Typs hat, das diese Messages konsumiert, und schon im Prinzip irgendwie skaliere ich sozusagen breit zur Laufzeit. Und das völlig irgendwie ohne, dass ich sozusagen das koordinieren muss, weil das tut im Prinzip die Implementierung des Eventbusses, und der ist halt Hazelcast in dem Fall, ein sehr erprobtes API, genauso wie das NetE-API irgendwie, um das halt herzustellen. Und damit habe ich halt die Möglichkeit endlich geschaffen, Skalierbarkeit ist für mich jetzt kein Problem mehr. Und zwar nicht, weil ich das in meine Programmarchitektur eingebaut habe, sondern weil ich mit einer Programmarchitektur programmiere, die das einfach erlaubt. Also das heißt auch, im Testfall oder so etwas, die Zerlegung meiner Applikation passiert in der Regel in kleine Verticals, die ich unabhängig voneinander testen kann, mit einer klaren Schnittstelle über die Messages, die ich konsumiere und abgebe. Und die stecke ich sozusagen hinterher zu einem Algorithmus irgendwie zusammen, die halt irgendeine Programmfunktionalität braucht. Bedeutet auch, die Verticals, die ich schreibe, die sind extrem wiederverwertbar, weil sie halt eine sehr, sehr klare Schnittstelle irgendwie haben der Daten. Und ich kann die sozusagen im Netz einfach rumpusten. Es ist egal, wo es ist. Natürlich ist nie ganz egal, weil halt I/O auftritt. Und wenn ich jetzt sozusagen massiv irgendwie viele Daten hin und her schicke zwischen Prozessen, dann sollte ich mir das halt genau überlegen. Das sollte ich tun. Das Ding ist also sozusagen komplett clusterfähig, und zwar durch den Aufruf irgendwie der Vertical-Instanz. Das heißt, einfach indem ich halt sage, ich habe ein HA-Feature und das füge ich halt hinzu, kann ich halt festlegen, dass ich halt eine bestimmte Anzahl irgendwie von Verticals im System haben muss, irgendwie damit der Cluster funktioniert. Also ich kann halt ein Quorum angeben und sagen, okay, es müssen mindestens 3 sein. Und wenn es nicht 3 sind, dann starte auf irgendeiner Instanz ein. Also es ist ein transientes Modell an der Stelle. Und es ist halt Fire and Forget. Wenn ich eine Nachricht absetze oder so etwas, kann das halt passieren, dass sie verloren geht. Ja, weil es halt sozusagen gerade niemanden gibt, der da zuhört. Was ich halt sozusagen dann berücksichtigen muss und eventuell absichern muss, wobei es dafür Module gibt, die das genau tun. Das heißt aber, erstmal habe ich sozusagen nicht wie im Tomcat erstmal mit Load Balancern zu tun oder solchen Sachen. Hier kann ich sozusagen meine gesamte Backup-Farm im Prinzip hinten im HA-Modus irgendwie betreiben, ohne dass ich sozusagen weitere Elemente irgendwie brauche. Natürlich gibt es blockierende APIs, gerade in Java gibt es extrem viele irgendwie, weil wir halt traditionell im Prinzip in diesem Modus gefahren sind, weil halt sehr viel die J2E-Spezifikation dort lange Jahre im Prinzip beeinflusst hat, dass das halt synchron irgendwie passieren soll. Und das hat halt Vertex eine Möglichkeit geschaffen, neben der Event Loop einen sogenannten Worker Pool irgendwie zu bauen, um halt genau solche Aktivitäten, die blockieren, in einer bestimmten Anzahl in jeder Instanz irgendwie zuzulassen und unabhängig voneinander abzuarbeiten. Und dabei kann man halt vereinbaren, ob das Thread safe sein soll, also ob dieser Code irgendwie von mehreren Threads gleichzeitig bearbeitet werden kann oder eben auch nicht. Traditionell irgendwie GDBC ist ein Blocking API. Wenn ich halt solche Calls dort mache, muss ich die halt sozusagen auslagern, damit ich halt genau meine Event-Loops nicht anhalte. Das heißt, es gibt sozusagen Verticals, also solche Worker sind ganz normale Verticals, die halt sozusagen aber in sich blockierende Calls tragen. Und dann möchte ich halt sicherstellen, dass in meiner Instanz irgendwie nur noch so und so viele von denen halt auftreten. Und diesen Pool, der ist defaultmäßig auf 20 gesetzt, den kann ich natürlich auch vergrößern, irgendwie, wenn ich halt mehr Blocking-Calls habe.
Natürlich wird mein Bestreben sein, diese APIs abzulösen. Ne? Also wenn man irgendwie kann, wird man versuchen, in seiner Lösung irgendwie genau die Teile im Prinzip zu vermeiden. Ne? Aber natürlich kann es sein, dass man halt von der Java-Plattform und von den APIs so begeistert ist, dass man halt temporär im Prinzip ein API benutzt, das halt Blocking ist. Ne? Oder das halt sehr viel CPU-Zeit braucht. Ne? Also wenn ich halt so einen Report irgendwie generiere oder so etwas, dann kann es halt sein, dass das halt ein sehr CPU-intensives irgendwie Element ist und dass ich den halt auslagern möchte in so eine Worker-Pool-Queue. Ne? Das ist halt der Trick. Klassischerweise sieht das dann häufig im Prinzip so aus, dass man halt über den Event-Bus irgendwie mit von den normalen Verticals irgendwie zu den Workern irgendwie kommuniziert. Das heißt irgendwie im Prinzip der Kommunikationsmechanismus zwischen sozusagen einem normalen, irgendwie schnellen Event-Loop-getriebenen Verticals und einem Worker ist derselbe irgendwie, wie ich zwischen normalen Verticals im Prinzip transportiere Daten. Das heißt, es gibt da keine Änderung im Design. Das heißt, wenn ich sozusagen irgendwann mal es vermeide, irgendwie mit einem Blocking-API meine Aufgabenstellung zu lösen und das also einsetze als normales Vertical, dann wird sich der Aufrufercode nicht ändern. Gibt noch eine Fähigkeit von Vertex, dass sozusagen man diese Programmierung nicht nur in JavaScript wie in Node.js irgendwie durchführen kann, sondern in vielen Sprachen, die man auf der virtuellen Maschine halt findet. Ne, zurzeit werden JavaScript unterstützt, Java, Ruby, CoffeeScript, Python, Scala, Groovy. Ich habe sogar gehört vom Phil, irgendwie, dass so PHP irgendwie, demnächst irgendwie existiert. Das heißt, man kann dieses Programmiermodell in der Sprache, die sozusagen einem am liebsten ist, durchführen. Und egal irgendwie, wer halt in welcher Sprache ein Vertical bereitstellt, es läuft harmonisch mit den anderen Verticals zusammen. Das heißt, man kann sozusagen Verticals in Groovy haben und Verticals im Prinzip in Java und in JavaScript und die kooperieren im Prinzip über den Eventbus prima zusammen. Das heißt, so eine übliche Vertex-Instanz wird wahrscheinlich Verticals in verschiedenen Programmiersprachen enthalten. Und sozusagen jeder, der halt in einer Programmiersprache irgendwie einen super Algorithmus im Prinzip kennt, kann sich sozusagen in dieser Plattform bedienen, ohne dass er sozusagen seine Kollegen davon überzeugen müssen, dass sie jetzt auch alle Scala programmieren müssen. Oder Java oder JavaScript. Das heißt, man kann sozusagen in dem Stil bleiben. Dass man das in einem konkreten Projekt versuchen wird zu minimieren, ist klar. Aber man kann ja sozusagen von der Open-Source-Community oder von Partnern im Prinzip Verticals bekommen und die haben vielleicht eine andere Definition, mit welcher Programmiersprache sie arbeiten und trotzdem irgendwie funktioniert das harmonisch zusammen. Ne? Kann ja auch sein, dass man halt durch den Distributed Event Bus irgendwie diese Implementierung prozessmäßig trennt. Wenn einem das halt hilft, dann kann man das halt tun. Es gibt sozusagen irgendwie einiges Neues in Vertical 2. Das wird durch Phil jetzt berichten. Genau. Vertex 2.0 ist seit ungefähr 3 Monaten offiziell released. Seit letzter Woche gibt es auch die Version 2.1 mittlerweile. Was gibt es Neues? Oder was? Nur Milestone. Ja, stimmt, ist nur ein Milestone. 2.1 M1. Genau, hier ganz kurz, es gibt Module, Registry, Maven, ich sage nicht alles. Also es gibt Module, der Peter hat gerade schon eine Eigenschaft von Modulen im Prinzip angesprochen. Die ganzen Erweiterungen für die diversen Programmiersprachen, die unterstützt werden, das sind alles einzelne Module, die im Endeffekt für Vertex bereitgestellt werden. Mit einem Modul kann ich halt meine Anwendung packagen. Also ich kann daraus sowas Ähnliches wie ein RAW-File oder wie ein EAR-File erzeugen. Ich habe eine automatische Auflösung von Abhängigkeiten. Das heißt, wenn mein Modul von anderen Modulen abhängt, dann gibt es einen Mechanismus, der halt die Abhängigkeiten automatisch runterlädt aus einer sogenannten Module Registry. Es gibt eine Module Registry, werde ich gleich nochmal zeigen. Jedes Modul bekommt einen eigenen Classloader, das heißt, ich habe keine Probleme zwischen mehreren Modulen, die halt gleiche Klassen haben. So, also die bekommen halt alle einen eigenen Classloader und sind deswegen halt isoliert. Warum Module? Module sind in erster Linie dazu da, um die Geschichte modular und wiederverwendbar zu machen. Module sind verschachtelbar, heißt in erster Linie, dass ich halt, klar, Modul kann andere Module enthalten und zwar nicht nur nach den Regeln der automatischen Auflösung, sondern ich kann halt hingehen, kann halt einen Command eingeben in meine Shell und dann werden die Module alle runtergeladen, sodass die, kann ja sein, dass mein Deployment halt so ist, dass ich
dass ich halt keine Internetverbindung habe auf meinem Server und dann kann ich die Module halt nicht dynamisch nachladen. Ja, genau, deswegen kann man die im Prinzip dann runterladen und mit in das Artefakt packen, was ich halt deployen möchte. Ja, Module sind konfigurierbar. Das Ganze basiert auf JSON, das heißt, ich kann halt mit Hilfe von JSON kann ich eine Konfigurationsdatei halt hinterlegen und dafür beliebige Konfigurationsparameter anbieten für mein Modul, die ich dann von außen setzen kann. Das heißt, ich muss dann halt intern nichts mehr rumfuchteln, um irgendwie ein Modul zu konfigurieren. Das Ganze basiert auf Maven und Bintray, also im Endeffekt, da liegen die Module, also ganz normal, klassisch wie viele Java-Bibliotheken auch. Also es gibt also ein ganz normal Central Repository von Maven, beziehungsweise auf Bintray. Beides wird unterstützt. Ja, so ein typisches Szenario, wie es halt aussehen kann. Also ich habe halt wieder meine Vertex-Instanz und da laufen dann typischerweise mehrere Module drin. Zwei Module, die es zum Beispiel gibt, ist der sogenannte Mongo-Persistor, der halt mit Hilfe von der MongoDB halt Daten speichern kann. Oder der Mod Redis, der halt mit Hilfe von, also der halt mit einem Redis-Server kommunizieren kann. Und das Ganze sieht typischerweise so aus, dass auch die Module untereinander über halt über den Eventbus kommunizieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Daten brauche aus der MongoDB, dann schicke ich dem Mongo-Persistor halt eine Nachricht. In diesem Fall eine JSON-Nachricht. Und in dieser JSON-Nachricht ist halt ganz genau spezifiziert, welche Daten ich halt brauche, aus welcher Collection und so weiter. Und ja, ist genau nach den Regeln, nach den Async-IO-Regeln halt. Und ja, wenn der Persistor fertig ist und die Daten für mich bereitgestellt hat, schickt er halt eine Nachricht wieder zurück. Und ja, das Ganze funktioniert halt über den Event-Bus. Das heißt, der Event-Bus ist die tragende Komponente in Vertex. Jedes Modul hat so einen sogenannten Module Descriptor, die sogenannte mod.json. Ja, da sind halt so ein paar Eigenschaften definiert, welche Klasse die Main-Klasse ist, beziehungsweise wenn es halt irgendwie JavaScript ist oder so eine andere Skriptsprache, dann welches Skript das Skript ist, was ausgeführt werden soll, wenn das Modul deployed werden soll. Dann so ein paar andere obligatorische Geschichten wie Description, wie Lizenz, wie der Autor, wie Keywords, wie Homepage. Die beiden wichtigsten Eigenschaften meiner Meinung nach sind halt Worker oder Multithreaded. Also bei Worker gleich true kann ich halt sagen, dass das Modul ein Worker ist, haben wir ja gerade gesehen. Also für die, also würde man dann tun, wenn man halt innerhalb von dem Modul Blocking-Aufrufe hat. Wenn man zum Beispiel Jasper Reports integrieren möchte oder sowas, ja, dann würde man zum Beispiel Worker auf true setzen. Außerdem kann man Multithreaded gleich true setzen, tut genau das, ja, was es tun soll im Endeffekt. Damit kann man im Prinzip den Mechanismus deaktivieren, dass nur genau ein Thread gleichzeitig auf ein Modul zugreifen kann und kann im Prinzip hat damit im Prinzip auch wieder die ganzen Probleme von Multithreading. Deswegen kann man das halt an- und ausschalten, je nachdem. Genau. Ja, so sieht die Module Registry aus. Also es ist halt wirklich eine Internetseite, die ja, ein cooler Junge gebaut hat, den ich gestern kennenlernen durfte, zusammen mit dem Norman. Genau, es gibt halt eine Module Registry, wo man halt einsehen kann, welche Module es gibt. Unter anderem sehr interessant aktuell ist vielleicht dieses Mod Jersey. Wer kennt Jersey? Wer kennt Jersey nicht? Okay, Jersey ist eine Java-Bibliothek, mithilfe der man relativ einfach REST-APIs definieren und bauen kann. Und ja, es ist halt interessant, dass es jetzt auch einen Port gibt für Vertex, weil das bedeutet, dass man relativ einfach auf der Vertex-Plattform halt REST-APIs bauen kann. Darüber hinaus gibt es aber auch noch andere Implementierungen, also andere Module, die ähnliche Funktionalitäten bieten. Allerdings bietet sich halt Jersey an, weil Jersey die meisten Java-Entwickler kennen. Ja, aktuell gibt es 80 Module im Vergleich zu Node.js. Node.js hat, glaube ich, das letzte Mal, als ich geguckt habe, 27.000 oder sowas. Nee, sind mittlerweile 45.000. Ach, okay, sind mittlerweile 45.000, okay. Ist natürlich noch ein bisschen mager, aber wie gesagt, die Projekte kann man eigentlich so nicht miteinander vergleichen, weil Vertex halt viel neuer ist als Node.js. Node.js ist halt länger da. Ich denke meiner Meinung nach, warum Vertex so ein bisschen nicht die Popularität bekommt, die es eigentlich verdient hätte, ist, dass es halt auf der JVM läuft. Und die meisten Leute, die halt nicht Java programmieren, die denken immer, ja, JVM ist halt schwergewichtig und da muss ich erstmal ein JDK installieren und ja, ist meiner Meinung nach totaler Quatsch, aber ist leider so in der Welt, die ich so kennengelernt habe.
Ja, es gibt ein Maven-Plugin und es gibt ein Archetype. Das heißt, ich kann relativ einfach so ein Multi-Module-Projekt aufsetzen. Geht eigentlich mit einem Command. Ich kann die typischen Maven-Commands nutzen, um das Ganze im Endeffekt zu installieren oder um meine Integrationstests auszuführen. Außerdem kann ich, ohne Vertex installiert zu haben, kann ich halt relativ fix mein Modul ausführen. Das Ganze ist auch ganz gut integriert mit Eclipse und mit IntelliJ. Mit Pull-in-Depths kann man im Prinzip das machen, was ich gerade schon erwähnt hatte. Man kann im Prinzip die ganzen Dependencies runterladen, so, wenn man halt dieses Auto-Discovery nicht haben möchte. Ja, ein weiteres cooles Feature ist dieses Fetch-Jar. Das heißt, man kann relativ einfach mit einem Command die komplette Applikation in einen Jar-File packen, kommt mit samt der Vertex-Binaries mit allen Abhängigkeiten, sodass man das mit Java-Jar total einfach starten kann. So, das ist eigentlich relativ cool. Genau. Ja, es gibt ein Test-Framework jetzt seit 2.0, das heißt, man kann jetzt erstmalig in Container-Test machen, das heißt wirklich, wenn halt ein Test gestartet wird, dann wird eine richtige Vertex-Instanz wird hochgefahren und man kann halt zum Beispiel sein Modul starten und kann dem Modul Events schicken und dann kann man halt bestimmte Invarianten sicherstellen und so weiter und kann halt dementsprechend vernünftige Tests schreiben. Das gab es vorher nicht. Ja, das gibt es halt für alle Sprachen, nicht nur für Java. Also für Java ganz normal, mit Hilfe von JUnit geht das dann, mit so ein paar Erweiterungen, damit man halt mit der Asynchronität zurechtkommt. Aber sonst werden auch alle anderen Sprachen unterstützt, was natürlich sehr gut ist. Ja, Fetchers habe ich ja bereits erwähnt. Also man kann entweder mit dem Maven-Plugin oder halt direkt aus der Shell heraus, kann man sehr einfach mit Vertex Fetcher, kann man sehr einfach so eine Fetcher erstellen und die dann halt ausführen. Ja, macht im Prinzip das Deployment ganz einfach, weil man hinterher einfach ein JDK installieren muss, jemandem halt so ein Jar-File geben kann, wo alles schon zusammen paketiert ist und das Ganze ausführen kann. Ja, genau. Dann nochmal eine abschließende Folie bezüglich Vertex. Wie funktioniert das Ganze? Im Endeffekt basiert es auf Java 7 und hauptsächlich auf Netty. Die Kommunikation zwischen Instanzen und die Shared-Data-Strukturen macht aktuell Hazelcast, aber das Ganze ist pluggable, das heißt, es gibt ein Service-Provider-Interface, man könnte das theoretisch austauschen. Dadurch, dass JSON allgegenwärtig ist bei Vertex, braucht es halt natürlich auch einen Prozessor, der halt JSON verarbeiten kann, das macht in diesem Fall Jackson. Die diversen Unterstützungen der Programmiersprachen werden halt durch die verfügbaren entsprechenden Libraries bereitgestellt, die es für Java gibt, zum Beispiel JRuby, Groovy, Reno aktuell für JavaScript, wobei wird vermutlich irgendwann mal ausgetauscht werden gegen Nashorn, wenn das soweit ist, Jython für Python und halt die entsprechenden äquivalenten Bibliotheken für Scala, für PHP und so weiter. Ja genau, hier nochmal die Core-APIs, die es halt so gibt, also die Sachen, die man halt so erwarten würde. Man kann halt relativ einfach TCP-IP-basierte Server schreiben, man kann UDP geht mittlerweile auch. 2.1. Mhm. Geht mittlerweile auch. Ja. Seit 2, genau, seit 2 geht mittlerweile 2.1. Okay, seit 2.1 geht auch mittlerweile UDP. Das ging vorhin nicht, also relativ frisch, seit letzte Woche. genau, also klar, HTTP gibt es halt, man kann relativ einfach einen HTTP, werden wir auch gleich nochmal kurz vorführen, man kann relativ einfach einen HTTP-Server starten, man kann relativ einfach mit Websockets kommunizieren, was natürlich verführerisch ist bei so einer Plattform, wo man halt kollaborativ und echtzeitfähige Systeme relativ einfach programmieren kann. Ja. Sollen wir das mal zeigen? Bitte? Sollen wir das mal zeigen? Ja, ich kann es mal ausführen, dann kann ich was dazu sagen. Ja. Genau. Also hier haben wir so ein Java-Ding und ich kann jetzt einfach Vertex run hello Java sagen. Ohne das? Ah doch. Klar. Mit Java, okay. Er hat einen automatischen Compiler irgendwie da drin, nutzt einfach den Java-Compiler irgendwie und kann das Ding übersetzen. Ich muss es halt sozusagen, ich kann es natürlich übersetzen als Klasse, aber muss halt sozusagen irgendwie nicht. Dann habe ich jetzt, glaube ich, auf 8080 gestartet und der sagt jetzt hoffentlich. Moment, ja. HTTP. Nochmal. Mach den Screen mal ein bisschen größer. Ja. Tut uns leid. Dann aufgepasst. Also sozusagen, jetzt habe ich hier sozusagen einfach einen Server irgendwie gestartet. Irgendwie, der gibt halt aus, welchen Thread er im Prinzip kennt. Das ganze Ding ist unheimlich riesig.
That's genau. It. Das Ganze ist im Prinzip ein HTTP-Server. So, damit kann man halt einen HTTP-Server schreiben. In Java sieht das natürlich alles ein bisschen merkwürdig aus. So, also ich programmiere am meisten in JavaScript, wenn ich mit Vertex-Applikationen schreibe. So, man muss sich halt mit Java immer so ein bisschen die Finger wund schreiben, weil das halt im Vergleich zu der äquivalenten Java-Implementierung relativ viel Quellcode ist hier. Auch wenn vielleicht die meisten jetzt sagen werden, das ist nicht viel Quellcode, aber wenn man sich den JavaScript-Quellcode anguckt, in JavaScript wären das jetzt 4 oder 5 Zeilen. Ja. Hast du zufällig eine Klasse da? Ja, habe ich. Ein klassisches Vertex-Beispiel. Es gibt halt ziemlich viele Beispiele, irgendwie, die Community schon erzeugt hat, damit man sich halt die verschiedenen Aspekte anschauen kann. Habe ich das da? Ja, genau. So, hier gibt es so RAW-Beispiele im Prinzip in JavaScript irgendwie und der HTTP-Server in JavaScript. Sieht halt so aus. Genau, das wäre im Prinzip das äquivalente Beispiel in JavaScript. Ist natürlich sieht halt ein bisschen netter aus. Weil man halt anonyme Funktionen als Parameter übergeben kann. Was ja, Java 8 wird uns kommen. Irgendwie ja, mit Java 8 ist es dann mit Lambdas auch ein bisschen angenehmer. Ja. Ja. Aber was man sozusagen noch zeigen kann, ist sozusagen irgendwie, also gibt halt, ich habe mal so ein Modul in Hello gebaut hier. Das kann ich irgendwie kompilieren. Ja, kann ich das kompilieren? Mal kurz gucken. Ja, kann ich. Das ist jetzt sozusagen so ein Modul, von dem wir gerade geredet haben. Das hat halt so eine Syntax, irgendwie, dass es ein eindeutiger Name von der Domäne ist, wie das Ding heißt und eine Versionsnummer. Darin befinden sich jetzt sozusagen diese Hello Java. Ein Modul muss ich halt übersetzen. Das kann ich sozusagen, also bei Java zumindest sozusagen nicht so einbinden. Wenn ich Skriptsprachen benutze, kann ich natürlich auch interaktiv irgendwie editieren. Aber ich will jetzt sozusagen mal was zeigen, irgendwie, was da sozusagen auch drinsteckt. Ich starte das mal, indem ich den hier stoppe, weil die haben die gleichen Ports. Hier sieht man jetzt sozusagen auch Log-Ausgaben, was da sozusagen eigentlich passiert. Ist sozusagen immer noch, was Ähnliches. Das heißt, ich kann hier immer noch mit HTTP den Port irgendwie gehen und sagen irgendwie get slash HTTP irgendwie 1.0. Ne? Und dann kriege ich halt das Hello World. Wenn ich jetzt eine weitere Shell irgendwie aufrufe, in das Mod gehe und dort hingehe und sage, okay, hier Hello World, Java, ne, ich möchte jetzt gerne nicht die Welt grüßen, sondern euch. Was ich halt hier sage, irgendwie VJAX, ne, 2013. Und jetzt sozusagen meinen Compile-Job anstoße. Dann geht er hin und deployt das Modul erneut. Das heißt, ich habe hier sozusagen einen Turnaround-Zyklus, der extrem irgendwie gering ist, weil ich jetzt mit dem get HTTP 1.0 das habe. Das heißt, die Vertex-Umgebung ist halt automatisch redeployable. Das kann ich sozusagen in meiner Modul-Description halt irgendwie festlegen, wie ich das halt sozusagen haben möchte. Das heißt sozusagen die Fähigkeit an der Stelle, dass das halt ein Modul ist, das reloadable ist, das wird halt sozusagen in der Mod.json irgendwie durch dieses Auto-Redeploy im Prinzip klargelegt. Das heißt, ich kann sehr, 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 sehr schnell entwickeln. Genau. Ja, also sozusagen nur mal das zu demonstrieren, irgendwelche Fähigkeiten irgendwie diese Geschichte hat. Irgendwie, man kann halt wirklich dynamisch Module irgendwie austauschen zur Laufzeit, runterfahren und so weiter. Ne? Der Kollege, der natürlich vorhin die Frage gestellt hat, natürlich muss man immer sicherstellen, dass es noch einen Konsumenten gibt, irgendwie, während man irgendwie einen anderen runterfährt. Ne? Das ist natürlich dann schicksalshaft, irgendwie, wenn man irgendwas runterfährt und dann kommen noch Nachrichten, weil die gehen halt verloren. Also du kannst halt sowohl ein ganz klares Lifecycle-Modell bauen, starten und stoppen im Prinzip. Irgendwie die genau Frage war nach einem Lifecycle fürs Video. Ja. Ja, also sozusagen, damit man halt mal sieht, irgendwie, was da sozusagen für ein Potenzial schlummert, irgendwie, wenn man jetzt so klassische irgendwie Entwicklung gewohnt ist von J2E-Server, ne, so mit rauf und runter fahren und so. Das vielleicht muss man jetzt hier nicht tun. Vielleicht kannst du ja mal zeigen, was typischerweise passiert, wenn man die Event-Loop blockt. Unser Timer. Ja, unser Timer-Beispiel ist hübsch. Irgendwie, ja. Genau. Der Timer, der ist im Prinzip ein typisches Beispiel dafür, wenn man die Event-Loop blockt. Also hier ist so ein Timer-Beispiel und das geht einfach hin und setzt halt den Timer und macht regelmäßig sozusagen eine bestimmte Aktivität. Und unten drunter warte ich halt jetzt 10 Sekunden. Ne? Ja, und was wird jetzt passieren? Irgendwie, ne? Wer weiß das, was passieren wird?
Das ist so ein klassischer irgendwie Fehler, den Java-Entwickler gerne machen. Naja, es soll jetzt jede Sekunde ein Event kommen. Moment. Jede Sekunde soll ein Event kommen. Shitty, scheiße, kommt nicht, weil ich das blockiert habe. Ja, und dann kommen alle Events auf einmal, ne, weil die halt sozusagen alle da drin standen, weil die Event-Loop jetzt abgearbeitet wird. Nur, ja, ich habe die halt 10 Sekunden blockiert irgendwie und konnte sozusagen irgendwie diese regelmäßige Aufgabenstellung, die ich eigentlich durchführen wollte, nicht durchführen. Und dann werden die halt an Block durchgeführt. Ne, sowas kann natürlich je nach Use Case extrem blöd sein. Wenn ich ein Monitoring-System jetzt habe, das halt seine Monitoring-Daten jetzt dort distributed jede Sekunde, ne? Und dann kriege ich halt einmal für eine 10 Sekunde, irgendwie kriege ich dann alle Daten, das ist toll. Ja, also sowas sollte man einfach nicht tun. Ne? Also das ist ein super Don't. Also so etwas, ne? So Java-Konstrukte mit Sleep oder so, müsste man sich eigentlich einen Pattern-Matcher schreiben irgendwie und sagen, irgendwie, wenn du Vertex schreibst und du findest im Code sowas, gib sofort dann auf die Finger. Das ist auch zum Beispiel der Grund dafür, warum man so bestimmte Java-APIs in den Skriptsprachen, mit denen man Verticals schreiben kann, gar nicht erst bereitstellt. Ja, also Sleep geht nicht. Zum Beispiel Sleep geht gar nicht in JavaScript. Genau. Also man müsste das bereitstellen erst und ja. Das wird aber vom Framework nicht gemacht. Genau. Ja, was gibt's noch an Core-APIs? Können wir vielleicht nochmal kurz durchgehen. Interessant ist diese Geschichte Sock.js. Wer kennt Sock.js? Okay, für die, die es nicht kennen, Sock.js ist eine relativ coole Library, die im Prinzip Echtzeitkommunikation im Web erlaubt, dadurch, dass sie davon abstrahiert, ob Websockets verfügbar sind oder nicht. Das heißt, wenn jetzt mein Client irgendwie zu meinem Server connected und Sock.js stellt halt fest, okay, es gibt der Browser unterstützt keine Websockets, dann wechselt der halt automatisch transparent für den Nutzer in einen anderen Transportmechanismus, zum Beispiel HTTP Streaming oder Long Polling, was halt so eine Emulation im Endeffekt ist von dieser Echtzeitkommunikation mit einem Websocket. Das ist halt eine ganz coole Sache mit Sock.js. Wir werden gleich auch nochmal ein komplexeres Beispiel zeigen, das wir im Prinzip gebaut haben mit Sock.js und dass es uns erlaubt, eine Applikation auszuliefern, die in nahezu jedem Browser funktioniert. Völlig egal, ob der halt Websockets kann, ob es halt ein neuer Browser ist oder halt nicht. Dadurch, dass wir halt mit Sock.js die Echtzeitkommunikation herstellen. Genau, es gibt Shared Data, das heißt, das ist eine API, vielleicht möchte man ja zwischen mehreren Verticals Daten sharen und das nicht über den Eventbus, sondern man möchte halt einen gemeinsamen Storage irgendwo haben, wo halt mehrere Verticals drauf zugreifen können. Der ist aktuell noch relativ rudimentär. Man kann nur Basisdatentypen und Buffer da rein speichern, aber hilft manchmal für bestimmte Aufgabenstellungen. Genau, also das Ganze gibt es natürlich als Server und als Client-Version, das heißt, ich kann auch ohne Probleme, kann ich halt, weiß ich nicht, ich habe halt einen HTTP-Client, kann somit relativ einfach auch auf asynchrone Art und Weise einen HTTP-Call machen oder mich zu einem anderen Websocket-Server als Client verbinden oder, ja, oder halt auf TCP direkt halt einen TCP-Client schreiben, relativ einfach auch mit übersichtlicher Anzahl an Zeilen von Quellcode. Ja, was sind so die typischen Use Cases von Vertex? Also dadurch, dass man ja relativ schnell die Verarbeitung vornehmen kann und dass das System halt relativ performant arbeitet, eignen sich natürlich so Echtzeitgeschichten ganz gut. Also Echtzeitkommunikation, kooperative Use Cases zum Beispiel, werden wir gleich vorstellen, kooperative Dokumentenbearbeitung, Spiele vor allem, Spiele, die in Echtzeit passieren, Multiplayer-Spiele übers Internet, Messaging-Systeme, wo halt irgendwelche Nachrichten in Echtzeit ausgetauscht werden müssen. Wie der Peter gerade schon erwähnt hat, Monitoring zum Beispiel, wo halt irgendwie ein Server von mehreren Agents halt Daten irgendwie einsammeln muss oder Daten verarbeiten muss, auch nahezu in Echtzeit. Also dafür ist Vertex praktisch wie geschaffen. Natürlich kann man dann damit auch klassische Geschichten machen, wie zum Beispiel, wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwie, weil ich ein REST-API damit bauen, geht natürlich auch, gibt auch die entsprechenden Module, wie zum Beispiel Yoke oder halt dieser Mod Jersey. Das heißt, ich kann halt eine klassische REST-API auch ohne Probleme mit Vertex bauen. Das ist halt die Frage, ob sich das halt lohnt hat an der Stelle. Also wobei dieses asynchrone I/O-Modell kann man halt immer ausnutzen. So, das ist halt immer ein großer Vorteil. Genau,
Dann kommen wir zu Code Collab. Das ist eine kleine Anwendung, die ich geschrieben habe mit zwei Kumpels von mir. Ich hab ja gesagt, ich bin so ein Full-Stack-Mensch. Das heißt, mich interessieren nicht nur die Backend-Fragestellungen, die zum Beispiel bei so einem Problem auftreten, sondern auch vor allem die Frontend-Sachen, wie halt so ein Frontend mit so einer Echtzeit-Backend-Lösung kommunizieren kann. Das Ganze ist halt im Endeffekt so ein kollaborativer Editor, mit dem man relativ einfach so Quellcode-Schnipsel mit seinen Freunden teilen kann und auch in Echtzeit bearbeiten kann. So, wozu das Ganze? Ich könnte damit zum Beispiel irgendwelche Präsentationen machen oder wenn ich Remote-Interviews, Remote-Code-Reviews, halt sowas. Die Erstellung einer Session, einer Kollaboration ist eigentlich relativ einfach. Man muss halt im Endeffekt nur eine URL verteilen. Das Backend ist halt mit Vertex gemacht und das Frontend haben wir halt mit AngularJS gemacht. Oh, ich schreibe ja nicht umsonst ein Buch über AngularJS. Muss ich ja irgendwo auch mal mit rumspielen. Genau. Bist du connected mit dem Internet? Jo. Vielleicht gehst du auch mal kurz mit Skype online, weil dann kann ich dir ganz einfach den Link zuschicken. Dann müssen wir den nicht abschreiben. Abschreiben ist scheiße. Aber ich habe halt sozusagen auch einen produziert. Du hast einen produziert. Okay. Ja, ich bin noch ein Peter, aber du hast halt schon eine Session. Ich bin jetzt gleich da. Nee, Angular. In AngularJS. Okay. Ja. Gib her. Hast du? Moment. Du bist noch am Skype. Ich bin noch doof. Am Netz suchen. Am Netz suchen? Am Netz suchen. Netz suchen ist nicht gut. Ich weiß. Ja, mach schon. Der sucht länger ein Netz. Das ist einer der Probleme irgendwie der realen Welt. Irgendwie, ne? Das ist alles total super, bis man aufs Netz kommt. Wenn man denn kommt. Oder? Einen Moment. So, jetzt müsste ich eigentlich gleich Netz bekommen. Nö. Ja, so ist das mit dem kollaborativen Editing. Soll ich schon mal mit mir selber editieren? Ja, du kannst ja mal zwei Instanzen starten, genau. Genau, also. Also hier kann ich jetzt sagen, irgendwie was weiß ich, Robert. Ja, und dann habe ich Robert und Peter im Prinzip in der Session. Kannst du die nebeneinander stellen? Vielleicht kannst du den da rausziehen. Den einen, genau, kannst du da so. Genau, dann kannst du da mal was reinschreiben in den einen Editor. Genau. Und dann sieht man halt irgendwie, wer im Prinzip irgendwie schreibt. Und man sieht auch sozusagen, Phil hat das mit seinen Kollegen so schön gemacht, dass man auch den Namen dort sieht, irgendwie wer denn jetzt sozusagen was schreibt. Das heißt, wenn ich jetzt hier in den Editor gehe, ein bisschen kleiner mache, dann sieht man halt irgendwie Index oder so. Moment, muss mal drin sein. Und das ist halt sozusagen jetzt die Möglichkeit, der Server, der das jetzt sozusagen hostet, das ist auf Heroku gehostet. Ne? Das heißt, irgendwie jeder Type, den ich jetzt hier tippe, geht jetzt sozusagen einmal über den Atlantik und wieder zurück. Ja, und es gibt trotzdem irgendwie keine sichtbaren irgendwie Verzögerungen. Ja, das Interessante ist, ich habe das letzte Woche irgendwann mal deployed, halt eigentlich nur für die Konferenz. Ist eigentlich noch nicht fertig, weil die Architektur davon noch nicht so ist, wie ich sie gerne hätte. Mhm. Und das Interessante war, dass der Norman hat das einfach mal retweetet und ist ja so ein Twitter-Junkie und hat, weiß ich, 1200 Follower und die, weiß ich nicht, gefühlt die Hälfte von denen hat sich das angeguckt und halt auf so einer freien Heroku-Instanz, die halt eigentlich null Power hat und die hat das halt ohne Probleme locker gefressen. Ja. Also in einem Thread mit einem Vertical, also eine total maximal unskalierbare Situation. Ja? So. Und die hat das ohne Probleme gefressen. Das heißt, die, weiß ich nicht, wie viele Events, die da pro Sekunde geflossen sind. Also da waren zwischenzeitlich knapp 100 Sessions halt offen. Und wenn alle halt anfangen zu tippen, dann fliegen da halt, ja, ich weiß nicht, wenn jetzt bestimmt so an die 500 bis 1000 Events die Sekunde. Und das hat das System problemlos. Also ich habe mir das halt parallel angeguckt. Man kann halt auf Heroku kann man sich halt anschauen, wie stark die Instanzen ausgelastet sind. War nichts. Mit dem, ja, und vielleicht
maximal 10% oder so. Also was der Phil jetzt gerade sagt, das sozusagen muss ich jetzt vorstellen, man, das haben wir sozusagen so explizit nicht erwähnt, man kann halt sozusagen innerhalb einer Vertical-Instanz irgendwie sozusagen ein Vertical oft starten. Das heißt, es ist... Das hatte ich erwähnt, das ist die Geschichte, wenn man... Halt man kann halt mehrere starten und genau. der aktuelle Code-Collab funktioniert halt so, irgendwie, dass halt die ganzen Informationen, irgendwie wer mit wem in einer Kooperation ist, sozusagen in einem einzigen Vertical mit einem lokalen Speichermodell im Prinzip abgefertigt wird. Ne? Das heißt also, eine einzige Vertical-Instanz mit einer einzigen CPU hat das ganze Ding im Prinzip mit hunderten von Leuten problemlos gesurft. Ja, also das ist nichts Ungewöhnliches, weil I.O. ist halt schnell. Aber sozusagen, dass das auch latenzfrei war und so, ist schon erstaunlich. Die Frage war halt, in welchem Memory das war, Shared Data. Phil hat sozusagen besonders schlaue irgendwie Datenstrukturen gebaut, irgendwie, weil er halt sozusagen angereicherte Datenstrukturen brauchte, irgendwie, um halt diese Informationen zu vermitteln. Und die Shared Datas haben zurzeit nur Basisdatentypen, JSON und Buffer. Das heißt, da müsste man bei jedem Call sozusagen wieder eine Deserialisierung irgendwie führen, wenn man halt ein strukturiertes Objekt dort lässt. Die sind im Prinzip hier... gekennzeichnet durch die Würfel über den Verticals. Genau. Potenziell hat jeder Vertical seinen eigenen Speicherbereich, wo er halt die entsprechenden Sessions ablegt. Ja. Und es ist halt so, dass wenn ein Client im Prinzip eine Nachricht an das System sendet und der hat jetzt zufälligerweise der falsche Vertical bekommt halt die Nachricht. Genau. Dann sieht man den nicht. Dann wird die aber distributed über die Event Bus. Genau. Das heißt, die wird dann halt weitergereicht. Und hat gesagt, okay, ich kenne jetzt diese Session zwar nicht, zu der du halt jetzt connecten möchtest, aber ich schieße die mal auf den Event-Bus, vielleicht kennt die einer meiner Kollegen. Genau. Nach dem Motto. Ja. Also das ist sozusagen eine Fallstudie irgendwie in dem Gespräch, irgendwie, als uns auf den Vortrag vorbereitet, habe ich dann sozusagen irgendwie, mir überlegt, irgendwie, wie man das dann auch machen kann und das Beispiel auch mal gebaut, sozusagen so einen einfachen Chat, der sich sozusagen diesen Shared Datas sozusagen zunutze macht und der halt wenn ich halt hier eine Socket-Verbindung irgendwie reinnehme, kann ich halt mich zu einem bestimmten Topic in dem Chat irgendwie subscriben. Das heißt, ich kann auch sozusagen mich zu mehreren irgendwie subscriben. Und es ist halt immer so, dass der Code an der Stelle die Nachrichten, die versendet werden, die Chat-Nachrichten im Prinzip immer auf den Event-Bus irgendwie bringt. Und das sozusagen an der Stelle sozusagen irgendwie die Nachricht geschickt wird. Und jetzt ist es sozusagen so, dass jeder im Prinzip irgendwie Prozess, der sozusagen irgendwie sich über diesen Topic subscribed hat, den halt jemand eröffnet hat, im Prinzip, der bekommt halt die Nachricht und kann die sozusagen an seinen IO-Channel, den er im Prinzip irgendwie von dem Client hat, das heißt, egal irgendwie auf welchem der Sockets im Prinzip der Server, im Prinzip der Kunde gelandet ist, kann er sozusagen irgendwie mit dem chatten und ist halt sehr effizient irgendwie, weil halt das Hazelcast unten drunter im Prinzip irgendwie nur dann die Nachricht im Prinzip distributed irgendwie, wenn denn auch ein Subscriber in einem anderen Prozess irgendwie existiert. Ne? Sozusagen kann man Ich würde mal behaupten, diese Architektur irgendwie kann Millionen von Chats. Ja, was auch vor allem interessant ist an dieser Architektur, ist nicht nur, dass sie halt jede Menge Last verkraftet und relativ einfach um weitere Skalierungsmöglichkeiten erweitert werden kann. Aber was vor allem interessant ist, ist, dass man halt Zero-Downtime-Deployment machen kann oder beziehungsweise Zero-Downtime-Redeployment machen kann, weil ich kann ja einfach neue Versionen von meinen Modulen in den Bus reinkleben und kann halt schon dafür sorgen, dass halt eine neue Version von meinem Modul anfängt zu arbeiten mit dem System, in dem halt die Events auch schon empfangen werden und kann dann halt nach und nach halt die alten Versionen der Module einfach abziehen. Das heißt, ohne dass der User irgendwas davon merkt, habe ich halt eine neue Version im Endeffekt von meinem System deployed, was relativ einfach vonstatten gehen kann, wenn es halt API-kompatibel ist. Ja, also was der Phil halt gerade erwähnt, also das ist der ganze Kern des Chat-Servers. Ne, der hat sozusagen kennt im Wesentlichen vier verschiedene Nachrichten. Man kann subscriben, unsubscriben, man kann publishen irgendwie und man kann sozusagen Exit sagen. Also man kann sich abmelden. Und wenn ich jetzt sozusagen das Protokoll erweitern würde, oder das könnte ich das in Runtime tun, indem ich einfach hingehe und sozusagen einen neuen Server mit einer neuen Nachricht irgendwie deploy und sobald er das kann, irgendwie kann ich die anderen im Prinzip runterfahren irgendwie und das halt komplett erneuern, ohne dass sozusagen die Dinge da sind. Das Einzige, was ich halt dafür sorgen müsste, ist, dass der Client halt einen Reconnect irgendwie machen kann. Ne? Das ist das Einzige, was sozusagen passieren würde, wenn ich halt den auflöse. Ne? Oder ich kann den halt versuchen zu verlagern irgendwie auf einen anderen Server oder so durch ein Kommando, dass ich halt den sozusagen zu einem anderen Rechner schicke. Geht. Also die Frage war, ob das halt sozusagen embedded in einem normalen Java-Prozess geht. Ja, genau, das ist eine der Fähigkeiten, weil man kann Vertex auch als Library benutzen und nicht nur als Plattform.
Das heißt, man kann sozusagen innerhalb seiner Tomcat-Instanz irgendwie zur Kooperation untereinander der Prozesse im Prinzip einfach Vertex irgendwie einsetzen und den Teil halt mit Vertex implementieren. Das ist auch möglich. Genau. Was meint ihr, wie lange habe ich gebraucht, um das Code Collab Backend zu implementieren? Eine Schätzung von euch? Einfach mal was in den Raum werfen. Eine Woche. 2 Stunden. Ja. 2 Stunden habe ich gebraucht, ungefähr. Genau. Für Frontend habe ich ein bisschen länger gebraucht, aber Frontend dauert meistens länger bei mir. Also für dieses Distributed Chat oder so, das habe ich 1 Stunde im Zug gebraucht. Also man sieht, danach hat es sozusagen funktioniert irgendwie und es war total beeindruckend, irgendwie, dass ich halt skalieren konnte, irgendwie mehrere Services da reinnehmen konnte, irgendwie all das, irgendwie, was mir, wenn ich halt an meine Tomcat-Erfahrung denke mit Skalierbarkeit, mich Tage, Wochen an Überlegungen gekostet hat, war hier einfach im Dirty-Modus irgendwie einfach da. Ja. Um das jetzt, also um dieses Code-Collab jetzt zum Beispiel, um das mehr instanzfähig zu machen, sodass es halt beliebig skalierbar ist, brauche ich jetzt 1/2 Stunde oder so. Dann ist es im Prinzip erledigt. Genau. Im Wesentlichen ist das Problem, mir die Datenstrukturen irgendwie so hinzukriegen, irgendwie, dass das sozusagen da ist. Das habe ich eben genau mit dem Beispiel versucht, irgendwie mal so eine Impression irgendwie davon zu geben nach unserem Gespräch. Wie geht denn das eigentlich? Weil wir haben 1 Stunde darüber diskutiert und ich habe 1 Stunde gebraucht, um es auszuprobieren. Also die Stunde Diskussion hätten wir uns eigentlich schenken können. Ja, dann sind wir am Ende und sind bereit irgendwie für Fragen. Genau. Also die Frage ist halt sozusagen, ob es eine Integration irgendwie des Apaches irgendwie mit sozusagen Vertex gibt. Natürlich, klar. Irgendwie. Ich meine, sobald du halt mit dem Apache irgendwie bei ModProxy irgendwie mit dem Ding irgendwie kommunizierst, geht das. Aber das ist halt nicht besonders klug. Weil der Apache einfach nicht in der Dimension skalieren kann, irgendwie wie Vertex das kann. Das heißt, eigentlich solltest du den Apache da rausnehmen, irgendwie aus dieser Kommunikation und den Vertex-Server direkt ins Netz stellen. Wenn du sozusagen noch einen Proxy brauchst oder so etwas, solltest du den Apache auch lieber sein lassen, weil die sind sozusagen erst im Anfang dessen, dass die Non-Blocking-IO können. Also der neueste Apache 2.4 kann das zwar, aber das Proxy-Modul, das für WebSockets beispielsweise existiert, das halte ich für flaky. Also das habe ich ein bisschen getestet. Das sieht nicht gut aus. Wenn man wirklich WebSockets in Proxy-Modus betreiben sollte, muss man zurzeit Nginx benutzen oder man schreibt sich selber so ein Proxy mit Vertex. Oder man nimmt halt sozusagen irgendwie das HA-Proxy, aber den Apache an der Stelle dazwischen zu stellen, halte ich für gewagt. Habe ich gestern auch mit dem Norman darüber diskutiert, ob es mehr Sinn macht, einen Nginx davor zu stellen als Load Balancer. Definitiv. Oder ob man nicht. Ja, oder. Ja, oder halt also, Vertex, so, also noch ein weiteres Vertical oder ein weiteres Modul schreiben, was halt proxyen kann. Und, ja. Es wäre nicht schwer, im Prinzip einen Proxy irgendwie zu schreiben, irgendwie der halt die WebSocket-Pakete im Prinzip durchleitet, weil das halt Non-Blocking ist. Also ich denke mal so. Wie lange brauchst du für Normen? Irgendwie 2 Stunden, 3 Stunden? Irgendwie, also höchstens. Ne? Also wenn das überhaupt so lange dauert, irgendwie nur weil du dir Mühe gibst und das noch testest. Ne? Also man wird halt absichtlich keinen Proxy eigentlich davor stellen. Also man wird, also ich persönlich glaube daran, dass wenn das sozusagen effizient funktionieren soll, dann wird man versuchen, irgendwie die Kommunikationspartner möglichst in einen Prozess zu bekommen. Das heißt, man wird irgendwie eher so versuchen, einen Lokalisierungsdienst zu bauen, irgendwie, der dazu führt, irgendwie, dass man halt in einer Maschine ist, weil man möchte ja effizient kommunizieren. Und sobald ich sozusagen irgendwie nochmal daneben kommunizieren muss, damit der das auch weiterleitet, habe ich halt für die Leute, die halt sozusagen in dem Nebenserver angebunden sind, halt eine Latenzerhöhung. Und das möchte ich natürlich eigentlich vermeiden. Das heißt, was ich versuchen werde, ist, möglichst die Leute im Prinzip in einen Prozess zu kriegen, damit die dort ihren State sozusagen relativ schnell austauschen können. Das würde ich halt sozusagen als Architektur-Pattern eher verwenden, als sozusagen dieses klassische Load-Balancing-Pattern und einfach quer verteilen. Also die Frage ist irgendwie sozusagen, ob ich empfehlen würde, also ob ich sage, ob Node.js eigentlich jetzt überflüssig ist, weil es Vertex gibt, oder ob das besser ist. Also ich denke erstmal, ist das ein Geschmack, ne? Also ob ich das eine oder das andere benutze. Wenn ich aber sozusagen sage, okay, ich habe ein Problem, dann möchte ich IO-technisch und event-technisch extrem skalieren. Dann glaube ich, irgendwie ist klar, wie die Entscheidung ist, weil die Java virtuelle Maschine ist einfach so viel schneller und optimierter als sozusagen die V8-Engine, das im Prinzip mit so einem Single-Threaded-Ansatz wie Node den fährt, irgendwie kann, dass ich garantiere, also meine ganze Überzeugung in den letzten 20 Berufsjahre sprechen dann dafür, hey, dann mache ich das doch lieber mit so einer Sache. Was an Node.js faszinierend ist, wirklich faszinierend ist, ist die Community, die dahinter steht, wie produktiv die ist. Also wie schnell die sozusagen APIs irgendwie anschließen, die alle auch nicht blockierend irgendwie agieren.
Das heißt also, wenn du jetzt sagst, okay, die Effizienz ist mir nicht ganz so wichtig, mir ist sozusagen eher wichtig, dass ich jetzt sozusagen schnell bestimmte Dinge irgendwie nutzen kann, dann ist natürlich jetzt die Node-Community etwas verführerischer, weil du dich natürlich in der Vertex-Community erst noch mal am Anfang befindest und sozusagen vielleicht die Anbindung an die Bibliothek, die das halt für dich in Java leistet, erstmal leisten musst. Aber meistens sind die Codeschnipsel, die du dafür brauchst, auch extrem übersichtlich. Also meistens sind das so, ne, die passen so auf zwei Bildschirmseiten und dann hast du das API eigentlich schon angebunden. Deshalb ist die Fragestellung, ich will ja skalierbar sein. Also ich mache das Ganze ja, weil ich skalierbar sind. Weil sonst kann ich halt das alte Programmiermodell, das ich halt gewohnt bin mit Servlet und so weiter, dem ganzen Luxus, den wir da kennengelernt haben, einfach auch weiter nutzen. Und das spricht ja nichts dagegen. Das heißt ja nicht, weil es hier sozusagen einen neuen, interessanten technologischen Stack gibt, dass ich jetzt sozusagen alles mit diesem Hammer lösen muss. Es gibt ein Modul, das nennt sich NodeDyn. Das NodeDyn heißt das. Für Vertex, das hat als Ziel, dass man im Prinzip einfach so ein Node.js-Skript da draufhauen kann und das dann im Prinzip entsprechend auf der, also in der Vertex-Instanz ausgeführt wird. Also dass halt im Endeffekt die Node-API einmal in Vertex halt bridged. So, also aber ist aktuell noch am Anfang, ich habe es mal getestet, funktioniert noch nicht so ganz reibungslos. Also meine Antwort wäre daraus gewesen, also ich habe ein Selbstexperiment gemacht, genau die gleiche Frage. Also kann ich sozusagen einfach irgendein Node.js irgendwie Modul einfach auf die Vertex-Instanz bringen? Ja, kann man. Ich habe StatsD gewählt, das ist so ein Monitoring-Backend, wo man sozusagen irgendwie von vielen Servern lokal Daten bekommt und danach im Prinzip die Daten aggregiert weiter dispatcht und habe das einfach mal angefangen zu portieren. Und der meiste JavaScript-Code irgendwie läuft im Prinzip 1:1. Das Einzige, was man halt ändern muss, ist halt, dass die Event-Schnittstelle ist ein bisschen anders und da muss man sozusagen ein bisschen darauf Acht geben, dass man das kann. Und wenn man halt sozusagen nicht viele andere Module benutzt, sondern sozusagen nur so ein operatives Modul hat, ist es, glaube ich, im Prinzip zack. Also hinstellen, irgendwie mal eben kurz editieren, was den Event-Bus irgendwie angeht und so ein paar andere APIs und dann hat man innerhalb von wenigen Stunden irgendwie eine Portierung von so einem Modul durchgeführt. Genau. Also ich sag mal so, also das mit dem Community-Aspekt, deshalb stehen wir hier. Also wir wollen im Prinzip irgendwie, weil wir das so cool finden, weitere Leute irgendwie davon infizieren. Hoffentlich ist uns das heute ein bisschen gelungen. Das einfach mal auszuprobieren und zu gucken, irgendwie, ob diese Art irgendwie von Programmierstil, von Aufgabenstellung, die ihr vielleicht in euren Firmen irgendwie habt, irgendwie für euch auch was ist. Weil es stellt sich im Web halt immer mehr Aufgaben, irgendwie, die kooperativ gelöst werden müssen. Also man geht ja weg irgendwie von diesem einfachen Seiten produzieren zu irgendwie interessanteren Features, dass der Server einen beim Suchen irgendwie unterstützt mit Dingen und dass sozusagen irgendwie auch man, während man sozusagen arbeitet, irgendwie von dem Server unterstützt wird, dass man im Prinzip irgendwelche Daten, so wie der Phil das gezeigt hat, mit dem Editor hin und her irgendwie shared, dass sozusagen irgendwie diese Aspekte sozusagen immer mehr auch gefordert werden. Und da kann ich sozusagen, glaube ich, sagen, Vertex ist eine sehr überzeugende Technologie, irgendwie, um genau irgendwie diese Teile der Software als Services im Prinzip abzubilden. Und da, glaube ich, hoffe ich, euch überzeugt zu haben mit Phil zusammen, das einfach mal auszuprobieren. Ne? Genau. Also wobei man noch vielleicht ganz kurzes Schlusswort von mir. Viele Leute, die sich das Projekt angeschaut haben, bemängeln so ein bisschen, dass die Codequalität nicht so ganz toll ist, weil es für viele Module keine Testcases gibt, dass der Code teilweise ein bisschen wild aussieht. Auch ich selber sage an manchen Stellen ja, so ist manchmal ein bisschen komisch, manche Konstrukte sind echt ein bisschen wild und ich hätte es anders gemacht. Und wenn ich die Zeit haben werde, irgendwann in naher Zukunft, werde ich auf jeden Fall auch was contributen, damit es ein bisschen besser wird. Aber wie gesagt, es ist halt noch ein relativ junges Projekt. Es gibt nicht viele Contributor, die sich halt darum kümmern können. Ja, aber ist halt dagegen hat es eine super Dokumentation bisher. Also es gibt halt für jede Programmiersprache gibt es eine mega lange Doku, wo man halt die komplette API irgendwie nachlesen kann, wo die komplette API beschrieben ist, was alles möglich ist, was halt viel besser ist als bei anderen Projekten. Also ich kann mich noch an Node erinnern, ganz am Anfang. Da gab es ja kaum API-Beschreibung irgendwie. Und bei der ersten Version von Vertex gab es halt schon direkt eine ganz gute Dokumentation. Also da hat sich der Tim Fox wirklich hingesetzt und hat darauf geachtet, dass da direkt die Doku mitgeliefert wird. So. Ja, genau. Dann wünschen wir euch eine schöne weitere Konferenz und danke für die Geduld. Genau, vielen Dank.